So, meine Damen und Herren, das nächste Spiel startet eben noch im Archon-Mod. Der Tieksen und der Kampfzwerg unterwegs. Jetzt sind sie es im 2-on-2. So, ich muss mal eben was gucken. Fresse halten, hässliches Schwein. So, einen Moment. Ja, ist klar. Teil 6 mit Kirk auf dem klingonischen Eisplaneten. Das ist, warte mal, ich habe ja die Box hier liegen. Oh nein, auf Achse ist runtergefallen. Ja, das unentdeckte Land, ne? Den gucke ich als nächstes. Ich habe ja hier die, wie gesagt, die Star Trek Stardate Collection. Hier ist in der einen Box Teil 1 bis 6 und in der anderen ist Teil 7 bis 10. Den ich davor, also der eben kam, der Dings, der am Rand des Universums, den fand ich jetzt nicht so doll. Ja, erster Kontakt ist auch richtig geil. Ja, ja, der ist gut. Also da gibt es ja auch so Höhen und Tiefen bei den Star Trek Filmen, das hat man auch, merkt man. Wenn man sie halt nacheinander guckt. Und das hat sich ja auch damals schon in den Zuschauerzahlen und in den Kritiken niedergeschlagen. Aber wir gucken jetzt mal ein Spiel. Wir haben gerade irgendwie, für alle, die jetzt hier auf YouTube gucken, was labert er da? Ja, wir haben gerade in der Pause zwischen Replay 2 und 3 so ein bisschen über Star Trek gequatscht. Wir haben den guten Kampfzwerg. Unten links als Terraner, Tieksen als Zerg gegen Fiael und Overlord. Also Terra Zerg gegen Protoss Zerg auf Schlick City. Oh. Also diese ganzen kleinen Spitzen, die sie da in den Dialogen drin haben, in den alten Star Trek Filmen, zwischen eben Pille, Kirk und Spock oder eben halt auch Pavel Chekhov und Uhura und so. Ne, wo sie zum Beispiel jetzt hier bei dem letzten Film, den ich geguckt habe, bei am Land des Universums, wo Kirk gerade mit Spock und dem Doktor irgendwie im Urlaub sind, irgendwie Campingurlaub mit Klettern und alles, und dann sitzen sie da am Lagerfeuer und dann wollen sie da ein Liedchen singen. Oder halt auch eben dann danach in der Szene, wo hier Scotty und Uhura auf der Enterprise sind, machen so ein paar Reparaturen und dann funkt sie hier Chekhov an und hier, wie heißt der Steuerheini, ich komme jetzt auch nicht drauf, wie er heißt. Der Fiji, der Asiate, der Steuermann. Captain, also in einer der Star Trek Voyager-Folgen spielt dann Captain. Ich komme jetzt nicht drauf. Ja, und auf jeden Fall funkt die Uhura die beiden an und sagt, ja, wir müssen zurück aufs Schiff. Es gibt einen speziellen, schnellen Auftrag. Los, los, los. Und die dann beiden so, die Verbindung ist unterbrochen. Hier ist Schneesturm. Wir verstehen dich nicht. Zulu war es, genau. Ne, also da ist, also diese lustigen Szenen da drin, die sind schon cool. Genau, Zulu! Ich mag's sehr gerne. Also ich finde das super geil. Finde ich voll geil, ja. Ja, was weiß ich eigentlich? Ja, ich habe schon leicht ein Sitzen und außerdem muss ich auch nebenbei noch so ein bisschen das Spiel angucken, wo wir sehen, wie Kampfzwerg mit zwei Reapern losschlöttert. Und ich weiß es ja auch, aber wenn ich jetzt halt hier so im... Ich habe 1000 Gedanken im Kopf und dann will ich wieder dies erzählen, dann erzähle ich aber wieder was ganz anderes. Und dann komme ich halt nicht immer gleich auf alles. Und ab Teil 5 in dem Kinofilm hat Zulu ja auch die Stimme von dem Typen, der Alf gesprochen hat. Auch sehr cool. Roach ist unten jetzt bei Tieksen, Speed ist fertig. Beide mit der Echse, auf der anderen Seite auch Protoss jetzt hier mit dabei, mit der Goldbase. Und was gibt's da? Baitling Nest. Ja, er sagt, hier ist Overlord, mach mal kaputt. Ja, wo ich halt auch so ein bisschen stolz drauf bin, habe ich euch ja auf dem Stream eben gerade gezeigt, sind meine drei Star Trek Super Nintendo Spiele. Deep Space Nine, Next Generation und Starfleet Academy als Super Nintendo Spiel. Original verpackt auf der Star Trek Sammlung oben auf. Ist aber noch ein Furz im Gegensatz zu dem, was der Iago hat. Kennt ihr vielleicht noch? Ein alter Stammzuschauer, der regelmäßig alle paar Wochen, Monate mal reinschaut.
damals einer aus der Stammbesetzung der TFF-Zeit, der hat richtig Star Trek, die Sammlung, also richtig nicht so wie ich die normalen Boxen, sondern der hat die ganzen Collectors Editions und Superboxen und so einen riesen Star Trek Aufsteller und hat sogar ein Original Morn Autogramm. Der Ficker, das muss ich mir irgendwann noch abluchsen. Von Morn aus Deep Space Nine. Der Typ, der nie ein Wort sagt. Und sein Latinum in einem seiner vielen Mägen umherträgt. Gestern habe ich übrigens gerade geguckt, weil ich ja gerade, wie gesagt, Staffel 5 bei Next Generation bin. Gestern habe ich die Folgen, die Doppelfolge geguckt mit Wiedervereinigung, Fragezeichen, wo Picard als Romulaner auf Romulus ist und dann da versucht, die Wiedervereinigung voranzutreiben mit Botschafter Spock. Ja, und wo Serak dann stirbt, also sein Vater. Das passte gerade so ganz gut, weil Serak im Teil 5 vorkommt in dem Film, den ich den Tag davor gesehen habe, und einen Tag später gucke ich dann halt die Folge von Next Generation, wo Serak stirbt und Spock immer noch als Botschafter unterwegs ist bei den Romulanern und so. Das hatte dann so zeitlich ganz gerade ganz gut gepasst. Also zeitlich im Ablauf, wie es halt wirklich passiert ist und wie es halt bei mir gerade geguckt wurde. War Zufall, dass ich dann halt gerade die Folge geguckt habe. Von Next Generation. Jetzt geht's hier los. Marines, Marauders, Speedling, Roaches. Hier natürlich hinterhergeschickt, denn man hier sieht es, hier sieht man es nochmal. Zarek, nein, er heißt Zarek. Atix, nee, der Silberspieler mit Kampfzwerg, dem ja, High Platin Diamond Spieler. Ja, der niedrig gerenktere schickt die anderen Units oder seine Units einfach den anderen hinterher. Das sieht man hier ganz deutlich, dass er die einfach per Rechtsklick da angehangen hat. Ja, und auf der anderen Seite haben wir Mass Speedling, noch some Bailings, Typen hier. Oh, Disruptor. Disruptor! Was ich mir aber übrigens immer noch, das muss ich mir noch 10-mal angucken, ist Deep Space Nine, bis ich das endlich richtig kapiert habe mit diesem komischen Wurmlochwesen und den, dieser komischen Kais, diese ganzen da. Verstehst du? Und der Cisco. Ja, man muss vieles von dem ganzen Kram muss man immer mehr machen, mehrmals gucken. Man merkt auch, glaube ich, meine Verwirrtheit schon, dass ich mich ein bisschen überschlage während meines Gequatsches. So, schön wäre es jetzt gewesen, wenn hier Tixen und Kampfzwerg, während sie jetzt hier pushen, weiter expandieren würden. Der Terraner hier, kein weiteres CC gebaut oder nichts in Planung. Die haben halt hier schon ein paar Bases mehr, ja. Und wenn sie es halten, sind sie vorne. Aber gucken wir mal auf die Supplies. 86, 120 gegen 97, 85. Also einigermaßen ausgeglichen, aber hier halt ja, ein bisschen mehr Terra. Dafür ist halt hier mehr Tech. Ja, die haben Disruptor, die haben Roaches, Disruptor und Kolosse, wollte ich sagen. Und hier halt Banelings und Mutas. Und hier ist halt nur, ja, Roachling und so ein bisschen Bio, keine Medivacs. Und jetzt kommt hier die nächste Base. Aber die müssen da noch langsam mal drauf gehen hier, ja. Also sonst... Ja, obwohl, jetzt hat er hier auch schon die dritte, okay. Aber es ist halt trotzdem, da fehlt ein bisschen was. Und die Mutas hinten schon mal so ein bisschen die Roaches an. Ja, einmal gestimmt, aber keine Medis dabei. Und der Koloss berät nochmal einen rein. Zwei sogar. Ja, und Ente, falls du noch im Chat bist, der guckt ja gerade The Original Series, die ja komischerweise damals in den 60ern überhaupt nicht erfolgreich war. Deswegen wurde ja das nach drei Staffeln schon eingestellt. Denn auch Original Series war eigentlich auf mehr Staffeln ausgelegt, genauso wie Deep Space Nine, Voyager und Next Generation jeweils 7 Staffeln haben. Sollte auch Original Series damals ein paar mehr haben. Ja, Roach, Ravager, hier unten Bio gegen Banelinge, so ein bisschen gespreadet, jetzt aber ein bisschen zu spät. Und hier die Kolosse braten sich hier durch, aber es ist eigentlich genug Zerg, würde ich mal meinen. 150 Supply gegen hier 100 von Protoss. Sollte eigentlich machen können, aber micromäßig läuft hier auch nicht so viel. Ja, noch die Mutas werden jetzt zurückgeschlagen. Und was auch schade halt ist, was ich gerade da noch dazu sagen wollte bei Star Trek, die Enterprise-Geschichte mit dem Archer ist total unterschätzt.
Wenn man halt, wie gesagt, Next Generation, Deep Space Nine und Voyager kennt und sich dann Enterprise anguckt, das ist schon hart anders. Aber so ab der zweiten, dritten Staffel wird das richtig gut und leider ist ab der vierten dann vorbei. Also nicht ab der vierten, sondern Ende der vierten war dann vorbei. Enterprise war eigentlich auch geplant auf 7 Staffeln, war leider kommerziell aber auch nicht erfolgreich, wurde nach der vierten eingestellt. Obwohl es gerade am Ende dann der vierten richtig abgeht, aber dann... Schade, schade, vorbei. Weil ich weiß nicht, wer von euch Enterprise kennt. Die Geschichte mit den Vulkaniern, also dieser Abnabelungsprozess der Menschheit zwischen oder von den Vulkaniern. Und auch diese ganzen Scharmützel und Gemachen mit den Andorianern noch dazwischen. Das kann ja, also wer so Star Trek affin ist, dem kann ich Enterprise nur empfehlen. Das ist richtig gut. Diese Andorianer-Geschichten sind echt nett. Und T'Pol ist heiß. Der vulkanische Wissenschaftsoffizier. Die ist richtig scharf, die alte. Und in manchen Folgen auch Ensign Sato, die Kommunikationsoffiziöse da. Ja, Angriff nochmal zurückgeschlagen hier von Tieksen Kampfzwerg. CC wurde geliftet. Jetzt ist das gleiche, was vorhin in der umgekehrten Fassung war, wo hier Tieksen und Kampfzwerg die ganze Zeit vorne gestanden haben und nicht weiter expandiert haben. Haben Protoss und hier Overlord Zerg ebenfalls nicht expandiert, als sie Tieksen und Kampfzwerg zurückgeschlagen haben. Eine, normalerweise hätten sie jetzt ja hier 600 und hier auch 400 Kohle. Sie hätten eigentlich die Zeit und das Geld, das zu tun. Tun sie aber nicht. Die Borg-Folge bei Enterprise ist super, ja. Das finde ich, die wirkte mir so ein bisschen aufgesetzt. Ja, es gibt eine Folge bei Star Trek Enterprise, da ist so eine Wissenschaftskolonie irgendwo im... Ich weiß nicht, ob es auf der Erde war oder auf irgendeinem Planeten, aber hauptsächlich war da halt Eis, so Antarktis-mäßig, so eine Forschungsstation im Eis. Und die finden dann da halt im Eis zwei so eine Leichen, haben sie gedacht. Ja, dann bringen sie die in so ein Forschungslabor, dann tauen die auf und dann sind die auch aufgewacht. Und das waren halt Borg und dann haben sie da die ganzen Leute abgemurkst. Ja, das war aber auch nur einmal in den ganzen 4 Staffeln, dass da Kontakt bzw. irgendwas mit Borg vorkommt. Das kam halt für mich so ein bisschen aus dem Nichts, diese Borg-Folge. So ein bisschen, das wirkte so von wegen, ja, wir müssen auch ein bisschen was mit Borg machen, hier machen wir mal so eine Folge. Ja, das fand ich so ein bisschen doll, fand ich es nicht, aber sie war nicht schlecht. Wie gesagt, das Geilste ist halt immer, wenn irgendwas mit den Andorianern ist, mit den blauen Typen, die mit diesen kleinen Hörnchen da. Aber gucken wir erstmal. Protoss muss nochmal zurückbraten. Hier mit Kolossen gelingt das natürlich richtig gut. Aber Tieksen hat die Ravager dabei und haut hier die Bomben oben drauf. Hier auf die Rampe. Die Kolosse bleiben aber leider alle drei stehen. Der Terra, der Kampfzweck ist schon komplett abgerissen, bis auf seine Vikings, die sich hier mit den Mutas kloppen. Und der Tieksen hier mit Roach Ravager haut hier auf die Stalker, haut hier auf die... Naja, Kolosse leider nicht mehr. Einer geht jetzt zwar kaputt, aber drei bleiben trotzdem noch stehen. Ja, schade, schade. Der Rest zieht sich hier auch gerade wieder zurück zum Sammelpunkt. Mann, Mann, Mann. Was für eine Schlacht. Denkbar knapp hier gewonnen. Wenn ihr vielleicht die Vikings, ja, die sich ja hier, also ein Viking gegen Muta in gleicher Anzahl, ist ja eigentlich eher scheiße. Ja, wenn man Vikings gegen Mutas fighten lässt. Lieber Kampfzwerg. Ich hätte es, glaube ich, geiler gefunden. Es waren ja genügend Vikings, haben wir ja gerade gesehen. Es waren bestimmt 10 Stück. Ja, wenn er hier die Kolosse rausgenommen hätte, dann wäre der Kampf wahrscheinlich, nicht wahrscheinlich, aber vielleicht ein bisschen nicht ganz so eindeutig ausgegangen. Ja, denn Vikings in 1:1 Fight gegen Mutas sind halt scheiße und er hat sie halt nicht gegen die Kolosse benutzt. So. Spolzen sagt, Stahlbolzen, die Borg lassen sich da verarschen in Voyager. Ja. Das Ende von Voyager fand ich übrigens auch scheiße. Das kam auch so plötzlich. Nur die ganze Zeit Delta-Quadrant, bum, bum, bum. Letzte Folge, oh! Irgend so ein komisches Netzwerk von der Protoss, von der Borg. So. Ja, fliegen wir mal durch. Zack, zu Hause. Makia Digi, 40.000 Zuschauer fast.
Ah, die Vikings jetzt nochmal hier reinlanden, ich weiß auch nicht. Ja, besser, ja gut. Wenn sie jetzt weggeflogen werden, werden sie auch gestorben. So haben wir wenigstens noch ein bisschen Schaden. Aber Teague sind mit den Hydras, Junge. Und die 2-2 Upgrades. Safety die Base von Kampfzwerg. Er selber aber nach wie vor nur 3 Base. Ja, hier oben gibt es jetzt mal eine Protoss Gold. Und hier die Drones fahren weiter. Ein paar Sentries, Kolosse. Wie sieht es hier eigentlich upgrade-mäßig aus? 1-1. Oder 1-1 gegen 2-1. Und der Teague hat 2-2. Mann, oh Mann, schönes Spiel. Breaking Bad müsst ihr euch geben. Ja, Breaking Bad, richtig geil. Ich habe mir gestern ein Los Polos Hernanos T-Shirt bestellt. Ein Heisenberg T-Shirt habe ich ja schon. Na, kann ich kurz zeigen. So. Amazon. Meine Bestellungen. Zustellung morgen, Junge. Hier, Los Polos. Hermanos kommt morgen an. Sie haben diesen bestellt hier am 18.02.2070. Ah, 3,5 Sterne. Warum eigentlich? Besser als gedacht. Yo, Bitch. Alles gut. Enger Halsausschnitt ist doch gut. Vorsicht, SEK. Ach, ach, hier kaum getragen und eine Runde gerät, stand hinter mir schon das SEK. Was für eine Scheiße. Na, das finde ich auch richtig gut. Breaking Bad ist auch richtig gut. Breaking Bad ist eine der Serienboxen, die ich mir als nächstes holen möchte. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich mir die Knight Rider Box hole. Knight Rider oder Breaking Bad, die kosten in etwa das gleiche. Breaking Bad ist ein bisschen teurer. Aber mal gucken. So, Kampfzwerg hat hier eine kleine Mine eingebuddelt und jetzt hier der... Also wenn sie das Spiel gewinnen, wonach es aktuell aussieht, dann würde ich fast schon sagen, hat der Teaksen hier das Spiel gemacht. Denn vom Kampfzwerg war jetzt nicht so viel zu sehen. Der stand hier vorhin mit seinem kleinen Trupp ohne Medivacs mit dabei, während halt hier die Riesentruppe Roaches war. Und hat auch eben, wo wir halt hier den großen Fight gesehen haben, stand halt Teaksen viel, viel länger da. Als der Kampfzwerg. Ich will natürlich nicht sagen, dass hier der Kampfzwerg schlecht ist. Eigentlich ist der Kampfzwerg der bessere Spieler von den beiden. Aber hier in diesem Spiel... Ja, hat, glaube ich, hier der Teaksen das Spiel gewonnen. Denn er rennt immer noch ohne Medivacs rum. Oder schon wieder. Warum? Ja, 2-2. 2-2 ist gut. Ah, da hinten. Ja, ein Medivac war dabei. Ja, die Base auch schön rausgenommen. Ah, mal so ein paar Force wieder. Aber jetzt kommen wir die Riesenbomben eingeschlagen hier von Teaksen. Hier die richtig geilen Ratatouille-Bomben. Hier, wie heißen die denn überhaupt? Hier die ätzende Galle. Richtig geil. Die Force Field Parade jetzt hier von Protoss. Was soll er auch machen? Wo ist denn sein Zerr-Kollege? Der hat wohl nichts. Wo ist denn der überhaupt? Hier 50 Supply. Was macht er denn? Ach, hier die Bomben eingeschlagen. Die Kolosse kippen um und... Wunderbar hat der Gegner hier nichts gemacht. Der Overlord, der macht gar nichts. Er baut jetzt ein paar Linge. Ist das dein Ernst? Was ist denn da los gewesen? Ja, und auch wie in dem Fight davor, Teaksens Armee bleibt hier in großer Anzahl stehen, während halt hier 3 Vikings und... Ich weiß nicht, da hat der Kampfzwerg vielleicht ein bisschen... Hat er gedacht, oh, der Teaksen, der kann auch mal was machen. Hat er sich vielleicht gedacht, aber was weit zerglos war die ganze Zeit hier eben. Da stand der Protoss komplett alleine, nichts außer einer Handvoll Linge. Wann ist das denn für ein Quatsch? Und dann ja 0-1 nach hier 15 Minuten, während halt hier schon 2-2 und auch Teaksen hatte schon, der Kampfzwerg hat hier auch schon 2-2. Also das ist natürlich richtig schlecht von Overlord. Also ich bitte dich, was ist da denn los? Zum Kotzen. Auf Wiedersehen. Falls auch ihr Replays habt, ne? Schickt mir eure Replays. Mist. Nein, gar nicht wahr. Andersrum. Kontakt at MrPinkTV.com. An dieser Adresse schickt ihr mir bitte eure Replays, egal ob Legacy, Hots, Woll oder Bronze, Silber, Gold, Platin, Diamond, Master. Alles könnt ihr mir schicken. One-on-One, Two-on-Two und Archon-Modus. Im Chat könnt ihr auch gerne Ausrufezeichen, E-Mail eingeben. Dann kriegt ihr auch die E-Mail-Adresse angezeigt. Und da schickt ihr bitte die Replays hin und dann kommen sie dran. Weißt du Bescheid? Schätzelein. Haha.